Wo sind die Dreadlock-Videos hin und was passiert mit diesem Kanal als hier in diesem Video? Ja, wie ihr sicher schon gemerkt habt, irgendwie gab es in letzter Zeit nicht mehr wirklich Dreadlock-Videos, sondern viel mehr Random-Videos. Das hat einen ganz einfachen Grund, und zwar, ich erkläre es euch, ich habe keine Dreadlocks mehr. Ich kann euch sozusagen nicht mehr zeigen, wie ich meine Dreadlocks pflege. Natürlich ist das ein bisschen schade für einige, ich finde es aber trotzdem sehr schön, dass immer noch Anfragen und Kommentare zu den alten Dreadlock-Videos kommen, und ich werde euch die auch weiterhin immer beantworten. Es wird aber in Zukunft wahrscheinlich keine Dreadlocks-Videos mehr aufgrund, dass ich keine mehr habe, geben. Natürlich könnte es mal passieren, dass mal ein Video kommt, wo ich anderen Leuten Dreadlocks mache, was aber eher selten ist. Was in Zukunft auf diesem Kanal passieren wird, es werden auf jeden Fall viele Videos hochkommen. Ich habe jetzt viel geplant. Es werden auf jeden Fall alles sehr lustige Videos sein. Ich werde versuchen, ein bisschen professioneller zu arbeiten mit Ton und Kamera. Habe jetzt auch eine neue Kamera, mit der ich jetzt hier gerade aufnehme. Und ja, was es dann alles zu sehen geben wird, das werde ich jetzt noch nicht alles verraten. Auf jeden Fall hoffe ich, dass es euch gefällt. Es wird aber was anderes sein. Es werden keine Dreadlock-Videos mehr sein. Lasst euch überraschen. Ich habe schon was geplant für demnächst. Also behaltet den Kanal einfach im Auge und guckt einfach rein und sagt, was ihr euch vielleicht wünscht. Schreibt das einfach mal in die Kommentare rein, auf was habt ihr Bock für Videos. Ja, und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag, und dann sehen wir uns einfach dann im nächsten Video wieder.